Guten Tag, willkommen Leute. Zurück zu, mit einer Nervensäge. Mit einem Superstar, ich und die Nervensäge Jason. Das ist mein Account, nicht deiner. Du Arschloch. Und die Zombies haben fast unsere Base erobert. Jason ist ins Haus geflüchtet und ich wurde von der Polizei umgebracht. Dir ist schon klar, dass die Zombies da nicht mehr sind. Hoffentlich, denn der Zombie hat mich missbraucht. Einer Neustart. Ich habe zwar heute echt null Bock, gerade 7 Days to Die zu zocken. Naja. Erstmal copywriten hier alles. So Leute, schreibt mal in die Kommentare, was ist euer Lieblings? Keine Ahnung, Film oder mal Charakter. Spiele oder alles drum dran. Toll. Ich möchte das jetzt mal auch gerne wissen. Ich trinke ein bisschen Bier, ist gesund. Ja, wir haben ja wirklich nicht. Bier ist gesund, habe ich gehört. Wie mache ich die Karte kleiner, ist die Frage. Was stimmt ja so, weil. Hä? Guck! Oh Mann, in welche Richtung muss ich? Ich muss da. Der Rucks. Was war denn da das? Das ist meiner. Meiner ist besoffen. Ich tu mal nicht so, als hätte ich gerade meinen besoffen gemacht, ne? Mhm. Wie sieht das aus? Was ist das überhaupt? Oh, die Forest-Axt gefunden. Oh mein Gott, ich habe die Dephorus-Achse gefunden. Oh mein Gott, meine Lieblingsachse, ganz Dephorus, falls man sich noch erinnert an das Gameplay. Oh mein Gott. Alter, ich liebe Dephorus. Mehr als 7 Days to Die. Jason. Ja. Ja, eine Autobahn, wow. Nee, eine Stadt. Oh mein Gott, da werden wir als nächstes hingehen. Ich besauf mich erstmal, lass mich besaufen. Ich muss eine Runde saufen, eine saufen. Die sind nachher, ne? Weil die sind Hunde. Na toll, und hier sind natürlich irgendwo. Scheiße, au! Ah! Oh mein Gott! Eskalation! Das sind ja zu viele! Alter, wir sind auch. Oh, jetzt kommt Zombies. Ah. Alter, du bist ja richtig zerfickt. Ah! Wir haben einen Muschi! Also, Jason, weißt du was? Ich vergesse die Stadt. Übrigens, ich bin kinderfreundlich. Wir gehen gar nicht in die Stadt, Jason, das können wir vergessen. Und dem gern halte ich mich noch länger fern von der Stadt. Ihr werdet kinderfreundlich ist als Play. Scheiß auf Kinder, die jetzt zusehen, wie wir Zombies Scheiße, fressen. Wo bin ich hier Zombies zu zerfleischen. Tyler? Bin ich etwa schon wieder hier? Tyler, soll ich? Nein, das ist unser einziges Zuhause. Oder willst du etwa in die Hundenstadt City? Willst du die Hunde füttern? Dafür ist eigentlich ein Schusswurf, aber warum auch immer du sie nicht benutzt? Nee, ich will erstmal meine Sachen zurückholen. Oh Mann, in welche Richtung muss ich zum Teufel? Was sagt da? Nein, wo ich bin, da ist deiner. Da gehe ich nicht, der grüne Punkt, oder? Nee, du, ich bin nicht grün. Habe ich ja auch nicht 8000 Millionen. Ich habe keine Lust, nochmal in die Stadt zu gehen. Aber oh, weißt du was, ich will nochmal das Leben. Und gehe erst das weiter, wo ich mich endlich wieder gefunden habe. Was war das jetzt? Ein Hase. Ein Hase macht normalerweise kein Geräusch. Was ihr in der letzten Folge vergessen, nicht gesehen habt, war, ja, wir waren vor ein paar Tagen, glaube ich, sogar draußen unser Haus, erstes Haus verteidigen. Alle, die das Video gesehen haben, die wissen, was passiert ist. Wegen Tyler vor allem.
komm schon, wenn ich nochmal hier in dieser Gegend bin, dann habe ich einen Schnauzerficken, Ficky, Ficky, Paul. Scheiße, wo bin ich jetzt schon wieder? Du bist noch im grünen Zeug. Komm ich immer weiter weg? Ja. Das heißt, jetzt muss ich mich nochmal umbringen. Wo bist du? Ey, das schau auf die Karte. Du kannst drauf drücken und dann immer wieder weiter wegziehen. Weiter oben vielleicht. Noch einmal nach da. Ah! Oh, endlich! Also nur diese Richtung folgen. Oh, das lohnt sich ja. Alter, bis hierhin. Ja, bis zum Lager. Das sind ja nur 348 Stunden. Denkst du, ich schaff das? Nö. Du hast es noch nie geschafft. Was ist das? Ich habe heute 9049 Schritte gemacht. Oh mein Gott, bin ich schnell. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon den Film Mergen geguckt habt. Und ob es. Und ob es sich lohnt. Hallo, ihr werdet gecopyrighted! Copyright! Weg von mir! Copyright! Wo bist du? Wo willst du hin? Jesse, ich gehe ja gerade in deine Richtung. Ich muss doch irgendwie mal wieder durchspielen, sonst krache ich noch gegen die Bäume. Ich copyrighte einfach gerade das ganze Video lang. Ich befürchte, dass ich dieses Video hochladen kann. Okay, bei wem sind Zombies? Verpisst euch vom Haus! Was bist du da oben? Was? Ich bin im Wasser? Oh, Jesse, ich fühle mich missbraucht. Ich sehe keine Zombies. Was war das? Und nicht schon wieder! Oh, bitte verpisst euch. Ich bin im Wasser, da kann jetzt nicht schnell passieren. Ich würde aber schnell kommen, ne? Ich kann leider nicht helfen. Jo, der kommt. Jeez, wir haben gerade mal Tag 11. Mann, bei mir ist eine Horde. Nee, hat er erst bei mir geguckt. Alter, ich hasse sowas. Warum die Kühlschränke dieses Geräusch? Ja. Das hättest du sowieso nicht abbarrikadieren müssen hier, ne? Oh, ich verreck gleich, wann ich will eigentlich nach der. Oh mein Gott, 120 Grad! Ey, lass mich rein, die Hitze killt mich. Die Hitze killt mich gerade. Alter, die Hitze killt mich gerade richtig. Ich hoffe, ich erscheine eigentlich in der Wüste. So, ich habe wieder was Neues zu verkaufen. Eine Jacke. Bringt mich diese Scheiße! Oh Mann. Na, da kann ich dich verstehen. Mann. Du bist. Will doch endlich mal zu Hause ankommen. Ich meine, du willst ja heute zocken. Wo bist du denn? Ich bin immer in der Wallapampa.
Der Festerspiel mag ihn nicht. Wie kann man sich denn ausruhen? Das hört ja auch wieder so. Mann, dreh das. Ich bin endlich irgendwo in deiner Nähe. Na endlich! Ah, wie dreht man diese Scheiße? Hast du... Oh, Scheiße, ist er bei mir? Jason, auf der Zeichen von deinem Charakter ist ein K.O.-Zeichen. Jason, bist du wirklich besoffen? Ich bin ja auch nicht besoffen, mir ist arschwarm. Deswegen bleib ich erstmal hier. Du bist überhitzt, ruhe dich aus, finde Wasser oder ein Unterschrift. Ja, wie soll man sich denn ausruhen hier? Mensch, wir haben ja auch schon seit Tag 11 die ganze Zeit diese Kackaufgabe hier. Und diese komischen Geräusche und Klaviermusik. Pflanzenfaser, Schlafsack gefertigt, 0 von 1. Alter, diese Gläser gehen mir so hart auf die Nerven. Die legen mehr Kleis als keine Ahnung. So, ich bin kurz auf K stehen und warte, bis mir wieder kalt ist. Ich bin zu Hause. Man kann diese Leichen nicht weggehen, so. Na endlich, ich muss das hier wieder heile machen. Danke, ihr blöden Zombies. Oh, ist das schleimig. Ja, und du so? Wie war dein Tag? Ätzend. Ich finde ihn auch ganz gut. So, ich ziehe mich kurz oben rum aus. Und ich würde mal sagen, ich nehme das Sturmgewehr mit, falls noch mal eine Armee kommt. Besser so. Mein Alkohol nehme ich lieber auch mit. Dann tausche ich es gegen Shotgun.
Wieso ist dir immer so warm, Dude? Was ist mit dir falsch gelaufen, als du geboren wurdest? Emotion Door, winning! Man muss nicht mal gedrückt halten, ne? Ich guck mich noch mal hier drin. Ich guck mich mal hier noch rum in der Wüste, ne? Ein bisschen. Ja. Und ich werde ein paar. Wo ist die Tür hin? Von welcher Tür redest du? Ja, welche wohl? Das ist eklig. Jason, wo ist die Tür hin? Was weiß ich. Na gut, das letzte Mal da auch noch was hin. Das können wir nicht machen. Mach das mal nicht. Das ist ein großer Fehler. Dein Ernst? Sicher ist noch sicher. Ich gehe einfach mal den Weg entlang. Mal gucken, ob ich vielleicht eine Stadt oder so finde. So hat mich keine Hunde sind. Jason, mit dem Schießen lockst du sie alle an. Wieso habe ich kein Heft? Wieso habe ich keine Shotgun-Muni? Nehme ich Verband hier hin? Ey, komm, das war Betrug. Wo ist meine Shotgun-Muni? Ja. Hat er wieder gefressen, oder was? Warum soll ich Munition essen? Weil du Teiler bist. Und jeder weiß, wenn ein Dude Tyler heißt, dann ist das der Munition frisst. Okay, mal gucken, was auf diesem Schild steht, oder? Speed Limit. Ich glaube, ein bisschen übertrieben mit dem Schießen. Was soll man tun? Scheiße, meine Knarre geht nicht. Die ist auch eingerostet, Tyler. Weg damit. Die ist noch heile. Nein, brauche ich nicht. Nutz mal die. Und ich schon wieder. Ah! Tyler, hm? Wenn du diesen Weg entlang gehst, ne? Hier haben wir eine Autobahn. Okay, da gehen wir nächstes lang, wir haben das Haus verlieren. Wow! So was, ey, das macht mich an so. Genau, deswegen habe ich Verband mit, ne? Teller? Ja? Wenn die Hitze zu schlimm wird, dann habe ich einfach halt. Du Hurensohn. Mal gucken, vielleicht finde ich irgendwo.
Ey, komm, ich hab dich obenrum ausgezogen. Das würdest du auch noch aushalten. So mal gucken, sind. Wenn ich euch Los Angeles auf einmal erreiche oder Las Vegas, dann lache ich aber. Tyler. Tyler, auf ja. Einmal bin ich gleich in Las Vegas. Im Grunde wäre das doch witzig, oder? We all Las Vegas, baby. Lass uns als nächstes das Motel nehmen, Jason. Du weißt ja nicht mal, welche Richtung ich gerade gegangen bin, ne? Jason, die Landkarte sagt alles. Oh mein Gott. Du bist die Autobahn entlang gegangen, oder? Ja. Es sind aber ein paar. Oh mein Gott, sind hier viele! Oh mein Gott, Jason, wo bist du denn? Ja, dann zoom mal raus! Jade, ich kann nicht weiter rauszoomen. Ich bin in der Wüste, die Straße nach gerade da abgebogen, wo unser Weg ist. Nach da. Da, du siehst doch den grünen Pfeil da. Okay, da. Mann, wir werden das zu uns einen neuen Geheimprojekt machen. Meine Güte, sind das viele. Ich bin mir recht dadurch, dass da alle tot sind. Alter! Alter, sind das viele! Ich zieh mich zurück! Man hört dieses Matschen, das ist so ekelhaft! Und Tyler? Das Motel ist voller Zombies! Die werden wir alle beseitigen! Nee, es ist ein Kiosk. Ein Einkaufsladen gefunden. Ja, ein Einkaufsladen. So wie Walking Dead. Nur dass es Cartoon war und ich Kali bin. Jason ist Duck. Weißt du noch, wer Duck war? Ah, ja, ja, aber ich bin nicht Duck. Ich bin nicht der Fette. Wer bist du dann? Wie? Clementine? Nö, ich bin aber Lili. Ein ganz normaler Überlebender. Okay, jetzt muss ich schon der länger lebt als du, gefühlt. Sind mehr Türen als also ich hoffe, hier sind keine Zombies gerade, ne? Wir machen ein paar Löcher als Falle. Tyler, komm doch her! Komm doch her! Wieso? Ja, komm einfach! Nein, was du machst. Ich meine, ich weiß ja, wo unser Zuhause ist. Hör doch mal kurz auf! Und was hältst du von dem Motel? Ist es sicher? Ich höre ja nichts. Jason, wäre das Gebäude sicher einfach zum Leben und so? Bei wem ist es halt so heiß? Ich hatte irgendwie nicht alles schneller machen. Ich gehe jetzt mal durch diese Tür, die ist gesperrt. Dämlicher Kakteen. Ich höre sogar einen Kamin. Tyler? Ist da sogar ein Kamin? Alter, ich hasse Türen, habe ich das schon gesagt? Ich mache gerade jede Tür kaputt, das ist dir eigentlich klar. Ach, ich muss mein Casino neu bauen. Weil man kann die ja nicht öffnen, machst du jetzt mal.
Ist hat sogar Strom. Naja, wenigstens etwas. Nicht überall, aber es hat Strom. Und es hat eine Werkbank. Na, jetzt haben wir auch noch eine Werkbank. Oh mein Gott, es hat eine Werkbank. Ich glaube, ich markiere das gleich bis nach Hause. Ich pack das gleich bis nach Hause, mache ich so einen Wegpunkt, ne? Ja, mach mal. Oh, aber du darfst ja hier nicht looten. Oha, ein Baublatt für eine Armschiene. Oh. Alter, jede Tür ist gesperrt. Da können wir besser reinsetzen. Das bringt auch nichts bei einer Zombie-Apokalypse. Merkt es euch doch mal. Der Kiosk der Überlebenden, Tyler. Ich habe eine Art Gefängnis gefunden. Oh, ich habe einen Kiosk gefunden. Und ja, das Gefängnis habe ich auch schon gesehen. Ist nichts Neues. So, markieren. Fängt jetzt an, ne? Oh, Kaktus! Tyler, der wartet. Alter! Okay, ich bin jetzt mit dir. Oh, Kopf eingeschlagen. So, Tyler, ich markiere, ne? Hier frohes neues Jahr oder was? Nein, ich wollte Gruben. Tyler, hier ist der Weg, ne? Ja. This is the way. Das ist der Weg. The Mandalorian Staffel 3 ist bald draußen. Woohoo! Habt ihr schon die The Last of Us Serie gesehen? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn nicht, seid ihr nur genauso krass wie ich. Wahrscheinlich noch krasser, aber egal. Weil ich gleich mal wissen will, was auf der anderen Seite. Och man, piss dich. Meine Fresse. Ich habe eine Frage. Warum jagst du gerade alles bei uns in die Luft? Ein paar Fallen. Hallo, denkst du, ich habe Lust hier zu sterben? Alter, diese Gläser, die kotzen mich an. Du seist ja jetzt mal da hinten ruhig. Ah. Ah, was willst du? Oder so wie ich Tyler kenne, der wird ja hier eh nicht hingehen. Jason! Jetzt musst du kurz warten. Nein, ich brauche mich nach oben. Mann! Ich hab gesagt, pisst euch! Meine Fresse! Das Dead Space Remake ist draußen. Wenn ihr wollt, dass ich zocke, dann schreibt es in die Kommentare. Oder wünscht es euch einfach. Es ist mir scheißegal. Tyler, wenn du das hier nicht siehst, dann bist du einfach nur blind. Es ist einfach schon. Warum ist hier Strom? Ja, stimmt. Wieso haben die Strom und wir nicht? Irgendwo hier bei mir ist ein Generator, ich höre es. Tyler, den Weg da. Oh Gott sei Dank. Aber. Ja, wo kommt die alle her?
Manometer. Kotz mich an! Du Hurensohn. Wichser. Jetzt bist du Hackfleisch. Ach, Teile, hier kommt irgendwann mal. Gut, jetzt muss ich kurz gucken. Ich hab Flachbildfernseher. Muss ich kurz selbst gucken, weil ich kurz gerade reingelegt wurde von diesen Fucker. Ich werde safe, du wirst dir dieses ganze Gameplay auf hier Song of Huma an diese Playlist nehmen, oder? Teile? Hallo? Hä? Du gehst auf hier Song of Huma und dann hast du diese ganze Playlist übrigens, ne? Ja. Ich hoffe, die ist schon da, ich habe keine Ahnung. Gehst du jetzt nicht lieber nach Hause kommen? Ich bin doch schon gleich da. Ich gehe gerade den Weg, denselben Weg, den ich gerade dorthin gegangen bin. Klopp mir mal, Tyler. Es geht noch ganz da hinten weiter. Ja, ich überzeugte den 12. Nacht. Ne? Die Wüste bringt das Überleben. Denkst du wirklich überleben? Ey, ich bin noch am Leben. Ey, ich bin da. Tyler, siehst du diese Wasserteil da? Vor Martin, meiner Schnauze? Wo? Da, dieses Wasserteil hier vor meiner Schnauze. Da, wo dieses Wasserteil ist. Ach, da hinten? Ja, ich mach da was hin. Achtung, da sind überall Löcher im Boden. Ich mach was dahin, damit du weißt, was ich meine. Bin noch nicht fertig. Das da. So, ich muss eher mehr auf die Straße gehen, dann kann ich auch besser sehen. Ach, da hinten ist sie ja schon. Ja, reicht jetzt, oder? Ja. Der Vorschlagshammer hat mir gute Dienste erwiesen. Da hinten ist ein Kaktus. Ich überhitze schon wieder, Mann. Das ist eigentlich ein Körperproblem. Aber was weiß ich, ist mein Charakter. Der ist alt. Ein alter Sack, er hat das Leben nicht mehr aus. Der hält sich 3 Sekunden da auf Klipshaus. Nicht einmal. Aber ich halte ihn so lange. Hey, ich habe eine Toilette gefunden. Wie soll man sich ausruhen können? Tyler, nimm mal ein großes Familienbett. Ich werde jetzt mal kurz durch was experimentieren. Ja, klar, mache ich. Und verbarrikadiere hier oben einmal kurz unser Fenster. Es kann sein, dass ich ein bisschen Leben verloren habe, ne? Die musst du hier oben abholen. Ein richtiges Familienbett mit Kopfkissen. Nein, es gibt nur das Bett. Nein. Wer weiß, dass es wirklich ein Familienbett existiert. Ja, ich such's doch gerade. Ich weiß nicht mal, wo die Betten mehr sind. Ich war hier schon lange nicht mehr drauf. Vor 2 Minuten, weil ich hier gerade was markieren musste. Und ist mich sehr angekotzt hat gerade. Wo ist, da, ich sehe es hier. Doppelbett, mal gucken, haben wir oben irgendwie so ein Zimmer mit, wo man Platz hat? Nein, oben haben wir eigentlich keinen Platz mehr. Wie gigantisch ist dieses Bett? Oh mein Gott, ist das gigantisch. Oh mein Gott, also mein ist kein Platz Gott mehr. Warte, das muss ich die Lampe einmal entfernen. Geh weg da. Ist so weg? Testen. Das testen, sieht sogar geil aus. Hast du es platziert? Ja. Kann man nachher nicht schlafen? Nein. Komm raus. Jetzt komm runter. Nein. Jason, du verarscht mich. Jetzt komm. Gut, die ist abgeschlossen. Recht, hätte ich nicht gedacht. Doch, hätte ich auch irgendwas gedacht. Morgen bist... Eigentlich haben wir ein Motel gefunden. Ja, in der nächsten Folge gehst du wandern. Ah. Da, wo die Blöcke sind, da war noch eine zweite Straßenseite. Da gehst du lang, okay? Was? Weiß ich nicht, was das... Warum haben wir lila Nebel? Also, was steht da? Versteckt. Jason, wie ist das der lila Nebel? Okay, gut, wir sind versteckt.
Ich glaube, wir müssen mal kurz draußen einfach die Fackeln entfernen. So ein schlechter Überlebenskünstler. Denkst du echt, das ist normal, dass es in einer Apokalypse über Licht brennt? Altes Bett. Und wieso ist es auf einmal jetzt so blau hier draußen? Warum soll ich das wissen? Und wenn jetzt auf einmal noch mehr Zombies kommen? Die habe ich schon alle getötet in unserer Nähe. Jason, du hast ja alle im Hotel getötet. Ja, und die wollten alle gerade zu uns raus. Das einzige Gebäudeteil, was du vom Hotel nimmst, ist das Einkaufszentrum. Du gehst natürlich noch weiter auf die andere Straßenseite in der nächsten Folge, okay? Weißt du nicht, was in der letzten Stadt passiert ist, wo ich gerade war? Du gehst da gleich trotzdem hin. Wir haben ja auch nur 1954. Was ist das? Oh Gott! Es hat gespeichert. Mensch, ich bin drin. Komm rein. Mach mal Essen, Tyler. Du spielst gerade ja auch eine. Nein, ich bin Kali und deswegen muss ich meine Pistole machen. Ja, dann du bist eine Putzfrau. Ich bin nicht die Putzfrau. Wo bist du eigentlich? Das ist Beleidigung zur Putzfrau. Hör auf. Niemand beleidigt mich als Putzfrau. Rappe. Ist ja auch wirklich alles sicher. Schlechte Putzfrau. Okay, jetzt reiß mich. Was ist da draußen los? Die machen das, die versuchen diesen TikTok-Trend mit You Say Party, I Say Disco, 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 Party, Party. Solo! Okay, Jace, kannst du irgendwas draußen sehen? Nein, ich sehe gerade gar nichts. Tyler, ich sehe leider gerade gar nichts, ne? Tut mir leid. Meinem ist zu heiß, wenn er rausgeht. Ach, guck mal, ich kann Sachen reparieren. Hier ist etwas eigenartig. Da ist gerade ein Zombie. Ich hab ne Zange! Okay, weißt du was, Jason? Wir machen einfach heute Schlafenszeit. Wir gehen jetzt schlafen. Tyler, guck mal, wo ich jetzt schieße. Jason, können wir jetzt aufhören und weitermachen mit der Mission? Hast du gerade gesehen, wo ich den gehauen habe? Jetzt lass mich eigentlich hier durch! Hör auf, auf meine Titel einzuschlagen! Tschüss! Titan! Ist ja noch eine. Weißt, oh Mann, lass den Scheiß! Und jetzt lass mich mal hier durch. Sondern das wäre eine Tür. Jetzt lass die Tür einfach so, wie sie ist. Da ich jetzt etwas Privatsphäre noch. Kommst du jetzt runter? Was hast du, was haben wir eigentlich so weit mittlerweile in den Truhen? Ist das der 1? Nein, mal 1. Hä? Das ist der 1, oder? Das, ja. Alles in der Truhe ist meins, das vergessen, ich bin Händler. Ich will mal hin und mach irgendetwas. Oh, McDonald's hat eine Farbe. Oh, McDonald's hat eine Farbe. Wenn meine Olifans, wenn die Olifans kommen, ja, dann gehen die ficken. Wenn die so laut sind, dann gehen die zu Ende. Ja, das war's auch mit dem Video. Lass dein Like da und holt den und aktiviert die Glocke oder auch nicht, ist mir scheißegal. Aber habt noch einen schönen Tag. Nein!